Das Orgelporträt. Die Volkland-Orgel in Ollendorf. Ollendorf ist eine Gemeinde im thüringischen Landkreis Sömmerda und verwaltungsrechtlich Teil der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Aue. Das Dorf ist am Ursprung des Rossenbachs gegründet worden, der in der Ortslage mit einer kräftig schüttenden Quelle entspringt, die der Heilsborn genannt wird. Ollendorf befindet sich auf halbem Wege zwischen Weimar und Erfurt, am Westhang des Ettersbergs. Ollendorf liegt am Kreuzungspunkt zweier alter Handelsstraßen. In Nord-Süd-Richtung verläuft von Bad Frankenhausen nach Nürnberg eine alte Salzstraße. In Ost-West-Richtung zieht sich die Via Regia durch den Ort. Ollendorf wird im Codex Eberhardi der Reichsabtei Fulda in einem auf 822 bis 842 zu datierenden Regest erstmals urkundlich erwähnt. Der Name bezeichnet das alte Dorf, das sich aus zwei Siedlungskernen bei der Oberkirche St. Petri und der Unterkirche St. Philippus und Jakobus entwickelte. Mit dem Wiener Kongress kam der Ort mit dem Amt Atzmannsdorf zum Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Seit 1994 gehört er neben sechs weiteren Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Aue an. Die Kirche St. Philippus und Jakobus bildet gemeinsam mit den anderen Häusern rund um den Dorfplatz den Mittelpunkt von Ollendorf. Laut Inschrift an der Turm-Nordseite wurde dieser 1506 fertiggestellt. Das Langhaus wurde 1684 bis 1686 errichtet. Etwa um 1700 wurde der Innenraum mit Empore und Kanzelaltar barock umgestaltet. Die 1798 eingebaute Turmuhr des Stadt-Ilmer Uhrmachers Eberhard ist bis heute intakt. Und natürlich interessieren wir uns vor allem für die stattliche Orgel, die 1722 bis 1723 von Franziskus Volkland aus Erfurt errichtet wurde. Mit dem Orgelchoral »Was Gott tut, das ist wohlgetan« von Christian Heinrich Rink wurde dieses kleine Orgelporträt eröffnet. Es folgt die Choralbearbeitung »Was mein Gott will, das geschehe allzeit« von Georg Heinrich Kluge. Kluge war um 1800 in Erfurt als Organist tätig und war unter anderem der Generalbasslehrer von Johann Ludwig Böhner. Thank you.
Ollendorf steht die älteste erhaltene Orgel des kunstberühmten Franziskus Volkland aus Erfurt. Volkland wurde 1696 in Berlstedt bei Weimar geboren. Bei dem ebenfalls aus Berlstedt gebürtigen und in Erfurt wirkenden Orgelbauer Johann Georg Schröter erhielt er seine Unterweisung in der Kunst des Orgelbaus. Nach einer Zeit bei der Orgelwerkstatt Lortzing in Ohrdruf kehrte er 1718 nach Erfurt zurück und wurde dort Biereigner, das heißt, er durfte Bier brauen und ausschenken. Darüber hinaus betrieb er einen Holz- und Fruchthandel und war, wie es heißt, ein engagierter Bürger der Stadt. Das von Volkland 1720 erbetene Orgelbauprivileg wurde ihm allerdings nicht erteilt. Sein Lehrmeister Johann Georg Schröter besaß dieses und war darauf angewiesen, während Volkland auch ohne den Orgelbau sein Auskommen hatte und sich, wenn man so will, seine Projekte aussuchen konnte. Schon in seiner Lehrzeit bei Schröter hatte es Auseinandersetzungen zwischen den beiden gegeben, die sich jetzt wegen der direkten Konkurrenz zueinander verstärkten. Die ersten eigenen Instrumente erbaute Volkland 1721 in Fieselbach und 1722 bis 1726 in Ollendorf. Wegen der Streitigkeiten mit Schröter ließ sich Volkland, recht trickreich, den Orgelbau in Ollendorf erst nachträglich genehmigen. 1729 schuf Volkland eine große Orgel für Mühlberg, die in umgebauter Form bis heute erhalten ist, und 1732 bis 37 das prachtvolle Werk für die Kruziskirche in Erfurt. Erhalten sind ebenfalls die recht großen Instrumente in Zimmern Supra, 1738 erbaut, in Elksleben bei Arnstadt, 1751 vollendet, und in Dröchtelborn, die 1767 fertiggestellt wurde. Anfang der 1770er Jahre findet Volklands Schaffen mit der kleinen Orgel für Gottstedt nach über 50 Arbeitsjahren seinen Abschluss. Er starb 1779 mit 83 Jahren. 1830 wurde das Instrument in Ollendorf durch Karl August Witzmann aus Stadtilm umgebaut. Es war eine der ersten Orgelarbeiten des jungen Witzmann, der 1809 als Sohn des Orgelbauers Johann Benjamin Witzmann geboren wurde und nach dem frühen Tod des Vaters 1814 bei Johann Friedrich Schulze in Paulinzella sein Handwerk erlernte und danach bei ihm als Geselle arbeitete. Als frühestes erhaltenes Schaffenszeugnis von Franziskus Volkland besitzt die Orgel in Ollendorf eine besondere Bedeutung für die thüringische Orgellandschaft. Doch befindet sie sich derzeit, es war in den vorausgegangenen Klangbeispielen nicht zu überhören, in einem recht schlechten Zustand. Doch sind Pläne zu einer Restaurierung derzeit im Gespräch und es ist zu hoffen, dass das Engagement des sehr rührigen Kirchenvorstandes vor Ort vielfältige Unterstützung und Förderung erfährt. Die heutige Disposition mit 16 Registern auf 2 Manualen und Pedal ist eine Mischung von Stimmen aus 2 verschiedenen Epochen, von Franziskus Volkland einerseits und von August Witzmann andererseits. Welche Register aus welcher Werkstatt stammen, ist derzeit noch nicht abschließend untersucht. Das Hauptwerk,
das vom Ton groß C bis zum dreigestrichenen C geführt ist und vom oberen Klavier aus angespielt wird, verfügt über die Register Quintate 16 Fuß, Prinzipal und Salitional 8 Fuß, die Oktaven 4 und 2 Fuß, eine Quinte 2 2/3 Fuß sowie ein vierfaches Kornett und eine vierfache Mixtur. Ein derzeit unbeschrifteter Registerzug, der allerdings auch nicht funktioniert, könnte vielleicht ursprünglich einer 8-Fuß-Flöte zugeordnet gewesen sein. Ein Fehlen einer solchen Flöte oder eines Gedakts im Hauptwerk wäre ansonsten doch äußerst ungewöhnlich. Das zweite untere Manual verfügt derzeit über die Stimmen Hohlflöte und Gedakt 8 Fuß, Geigenprinzipal 4 Fuß und Gemshorn 2 Fuß. Das Pedal mit einem Umfang bis zum eingestrichenen C verfügt derzeit über Subbass und Violon 16 Fuß sowie einen Oktavbass 8 Fuß. Dazu kommt eine Manual- und eine Pedalkoppel sowie ein Glockenakkord. Wie vieles funktioniert dieser allerdings derzeit leider nicht. Wie bereits erwähnt, die Folklandorgel in Ollendorf ist, trotz der späteren Veränderungen und ihres derzeit schlechten Zustandes, ein wichtiges Instrument für die Orgelgeschichte Mitteldeutschlands der Bachzeit. Hoffen wir, dass in absehbarer Zeit eine denkmalgerechte Restaurierung erfolgen und die Ollendorfer Orgelkönigin dann wieder in ihrer vollen, hochbarocken Klangpracht erklingen kann.